Da ist er wieder, der raue Schwarzwälder. Markus. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modell Eisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürrheim im Schwarzwald. Deshalb bin ich ja der raue Schwarzwälder hier immer, ne? Muss man gewöhnt sein, so sind wir halt. Aber wir sind ganz nette eigentlich, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, was habe ich diese Woche vor im Neuen aus der Moba-Wohnung? Ja, zum einen geht's natürlich mal an die Beachtalbrücke. Ich will die irgendwie an der Position mal sehen, um weiter planen zu können. Dann haben ja viele kommentiert beim letzten Moba-Wohnung-Video, dass die Stockungen der Schweizer BR487 auf Einspeisungsprobleme zurückzuführen sind. Das will ich testen, weil ich bin der Meinung, es liegt am Dreck. Aber wir werden eine neue Einspeisung unterhalb des Wendels bauen. Das heißt, von oben vom Wendel kommt Strom und von unten, das heißt, diese Drehungen werden stromversorgt sein müssen. Und dann schicke ich nochmal, ohne dass ich jetzt irgendetwas mache, diese Lok auf die Tour und dann schauen wir mal, was passiert. Und wer letztendlich recht hat. Wenn es nicht an der Stromanspeisung liegt, ja, dann schauen wir mal, was dann das Problem ist. Ja, in dem Fall viel Spaß! Also, wir haben ja hier das C-Gleis und haben hier ja einmal den 0 und einmal den B-Anschluss. Also, Bahnstrom 0. Ja. Nicht zu verwechseln, wie ich immer, mit Braun und Rot. Ne? Und jetzt habe ich da eben so ein Kabel. Und das muss ich jetzt hier andocken. Und zwar hat das auf der einen Seite ein bisschen, welches ist, da, na, wo sind wir da, da hat es ein bisschen Braun dran, ihr seht es, ne, das kommt dann auf den Nuller und das ganz Rote kommt auf B. So, heißt, wir stecken jetzt den Braunen an Null. Wenn er will, komm schon, du Schuh, so, und den Roten eben an B. So, und dann sieht das so aus. Und dann haben wir jetzt hier quasi die Kabelverbindung am Stromgleis dran. So, und ich mache da eben immer noch zur Sicherheit, weil ihr seht, ne, wenn man ein bisschen wackelt, kommen die gerne raus. Und ich mache da einfach gern ein bisschen Lötzinn hin. Ausgesetzt ist will da rein. So. Und dann haben wir hier ein bisschen Lötzinn und dann kann man testen. Ist fest. Gut, dann haben wir jetzt den ersten Schritt für die Stromversorgung. Da haben wir jetzt das Gleis. Das heißt, ich werde jetzt vom unteren Bahnhof Strom klauen. Heißt, da ist direkt Anschluss in 2 Meter an die CS2. Das heißt, hier nehmen wir jetzt Strom ab. Und über diesen Kabelkanal hier versuche ich den nach oben zu legen. Muss ich natürlich erstmal wegen dem Kabelkanal öffnen in dem Bereich. Ja. Aber zunächst einmal müssen wir ein Loch hier bohren, wo ich das Kabel hier unten raus machen kann, um an den Kabelkanal zu kommen. Das machen wir jetzt als erstes, dass das Gleis dann auch fixiert werden kann. Genau. So. Dann können wir das jetzt da durchstecken. So.
haben wir das wieder dran. Jetzt mache ich den Kabelkanal auf und dann geht's weiter. So, jetzt muss ich hier eine Schlitze machen in die Kabelkanal und das oben auch. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wunderbar, und Kabel ist noch ganz im Kanal. So, jetzt seid ihr mal offen. Und jetzt muss ich oben schon die zweite machen und dann machen wir das Kabel rein. So, jetzt haben wir den Kabelkanaldeckel hier weg. Jetzt können wir da hingehen quasi, das Kabel irgendwie rausholen hier. Komm raus, wenn es will. Ja, war ja klar, dass es das nicht raus will. Doch, so. Weil wir müssen jetzt da unten natürlich auch ein Löchlein reinbohren. Kommen wir da überhaupt hin an den Kabelkanal? Ich hab das Kabel wieder dran. Kabelkanal raus, komm. Ein Kabel raus aus dem Kanal, so. Probieren wir das einfach so. Ich weiß, ihr seht so gut wie gar nichts. Boah. So. Kabel muss jetzt irgendwie durch. Da seht ihr jetzt halt nichts, kann ich nichts dafür. Ist halt scheiß Stelle. Man bräuchte so ein wandelndes Auge, ne? Wo dann überall alles sieht. War ja klar, dass jetzt wieder nichts rauskommt. Hier, komm raus. Du auch, komm. Ja, immer an der dümmsten Stelle bleibt alles hängen. Genau, genau. Glaube ich doch jetzt nicht, oder? Komm es raus, du scheiß rotes Kabel. So. Jetzt müssen wir das da durchziehen. Geil wäre natürlich, wenn das lange Kabel reichen würde jetzt bis oben an die andere Gleisstelle. Wer weiß. So. Da sind wir schon mal drin. Und dann gehen wir jetzt nach oben. Ja, das reicht natürlich nicht, weil klar. Was frage ich auch, ne? Also müssen wir wieder hier was einbauen noch. Ich nehme euch mal hoch. So. Tada. Weil natürlich das wieder so 2 cm. Verschissene 2 cm. So, ich habe es jetzt umgelötet. Ne? Das heißt, ich habe es jetzt da weggemacht an dieser Stelle und habe es jetzt vorne gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt quasi das Gleis reinbaue, habe ich hier viel weniger Kabel, aber es liegt halt genau am Übergangspunkt hier. Ne? Das heißt, es guckt halt hier raus. Wenn ich es hier so anschließe, ja, dann haben wir es so über dem Brett. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so ganz, aber es hat mich jetzt halt dazu gezwungen wegen dieser, ja, Kabelknappheit. Gut, wir bauen es jetzt wieder ein und dann gucken wir mal, wie weit das Kabel reicht. So, das Kabel ist verlegt und siehe da, so viel reicht's. Also könnte gerade reichen, wenn man hier ein Gleis direkt hier anschließt. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme, ob ich da genau eins hierher bekomme. Auf jeden Fall ist mal oben und jetzt kann man hier den Kabelkanal wieder zumachen quasi. Und dann ist es verschwunden. Und so habe ich das übrigens an vielen Stellen. Das heißt, ich habe immer so die Stücke von der CS über Verteilerleitungen dann verteilt, ne? Und immer wieder so irgendwo durchgebohrt und eingesteckt. Das, manchmal erkennt man es, dass irgendwo rote Kabel rumgehen oder so, ja. Ich habe aber auch
Speicher, ich ja zweispurig bin, auch Verbindungsstellen, ja, wo einfach nur von rechts nach links Strom geht, weil zum Beispiel jetzt ein Signal ist und da ja tote Stille wäre oder sowas, ne, so in der Art. Ja, funktioniert am Anfang, habe ich nur mit einem einzigen Kabel am Hauptbahnhof. Das ist das Direktkabel zur CS3. Dann gibt es ein Parallelkabel von der CS3 nach oben an den Verteiler. So. Und dann ging es so, dass die Züge ganz hoch gefahren sind, bis fast an die obere Stelle. Und dann habe ich gemerkt, wie sie langsamer wurden, das Licht dunkler wurde. Und dann habe ich eine Einspeisung hinten runter gemacht. Ja. Quasi in der Nähe vom Wendel an diesem Verteilerblock eben. Und dann hat es funktioniert. Die Züge sind überall gefahren. Diese Stromversorgung wollte ich eh bauen, unabhängig jetzt von der Thematik, die wir hatten hier am Wendel. Ne? Das bedeutet, ich habe oben beim Beginn Strom und ich habe am Ende Strom. Das heißt, der ganze Wendel ist mit Strom versorgt. Das ist ein eingleisiger Wendel, Leute. Rechnet mal ein bisschen elektronisch, wenn ihr auch keine Ahnung habt. Ne? Der hat vielleicht eine Länge von 5 Metern, oder? Der Wendel, wenn ich ihn jetzt gerade machen würde. Und wie viel speise ich in 5 Meter ein? Ich hätte jetzt zwei Einspeisungen innerhalb von 5 Meter. Eine am Anfang der 5 und eine am Ende der 5 Meter, ja? Nur mal so als rechnerisches Denken, ja? Gut. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich das hinbekomme. Ich sehe nämlich, dass da Riesengraleise sind. Das bringt die ganz lang von Märklin. Wenn ich da vielleicht die ersetze, komme ich genau an den Punkt und dann schließe ich das quasi an ans Gleis. Das sehen wir uns wieder. So, das Kabel ist hier oben ein bisschen jetzt länger. Und jetzt habe ich hier das Gleis, wo ich es dran löte. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier eben 0 und B verbinden. Also auf B das rote und auf 0 wieder das rot-braune Kabel. Ne? Das ist das rot-braune und das ist das rote. Ja, gucken wir mal, wie ich es hinkriege. So, es ist jetzt angelötet sozusagen, das Kabel. Jetzt können wir es verbinden und dann haben wir hier unsere Stromversorgung. Das heißt, wir können jetzt da ein bisschen zurückgehen. Je nachdem. So, es hier verbinden. Und fertig ist das ganze Spiel. Ja, zwischenzeitlich ging es natürlich auch darum, ne? Was mache ich an dieser Strecke? Ja, und ich bin jetzt zu der Idee gekommen, hier eine Bogenweiche einzubauen und dann habe ich zwei Gleise. Und wenn ich jetzt die komplett verlängere bis da hinten hin, dann habe ich hier zwei lange Abstellungen und kann einen Bahnhof hinbauen und wieder und so weiter und kann zwei Personenzüge zum Beispiel hier lagern. Auch dann. Also geht es natürlich an diesem Bereich hier so weiter. Das heißt, hier haben wir jetzt zwei Abstellungen und die geht dann da rein. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich Bretter hole und dann geht es hier natürlich höher und dann passe ich die an und dann kann man hier dann in diesem Sektor anfangen zu überlegen, was man für Bahnsteige letztendlich verbaut. So, da steht die 447 wieder bereit. Da unten, wie gesagt, ist jetzt Stromeinspeisung. Wir haben jetzt von da oben her Strom und von da unten her Strom. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wer recht hat. Ich, dass das Dreck ist oder das Schienenteil hier defekt ist oder ob ihr recht hattet, dass es einfach an der Einspeisung liegt. Gut, fahren wir mal los mit der Lok und schauen wir mal, was passiert.
Sowas aber auch, ne? Oh, bleibt sie schon wieder hängen. Und das kurz vor der Einspeisung. Und so ein langes Stück. Und schon wieder. Tja. So, da steht sie, ne? Ihr habt's gesehen. Also, wer hatte recht? Echt jetzt? Tada! Es liegt nicht hier am Strom, ja? Also alle Elektriker, es liegt einfach am Dreck. Das ist's. Und das werde ich jetzt euch beweisen, indem ich jetzt gleich die Schienen hier mal putze. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Ja, ich habe mir ja die Lux-Reinigungswägen, habe ich ja, der Gleisreiniger, die Staubsauger und alles. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt noch das besorgt hier für die Gleisreinigung. Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Ne, weil man kann hier schön mit diesem Stab fahren, also die sind so angepasst, die Blöcke hier, ne, dass man da quasi in die Schienen reinkommt. Ja. Man kann das per Hand, wie gesagt, machen, ihr seht es da, ne, oder eben mit diesem beigelegten Stab. Ja. Und dann ist eben hier so Reinigungsmittel dabei, was das ist, weiß ich nicht. Ich nehme ja Isopropanol nochmal, kann man aber auch da drauf machen. Dann hat man verschiedene Flauschi-Bauschis oder so schmirgelmäßig, so ganz hart plastikmäßig. Ja, wer ein bisschen Englisch kann, der kann ja Stopp machen im Video und hier lesen, was hier steht. Ja, wie gesagt, ich habe das auf Amazon gefunden und habe gedacht, komm, das schaffe ich mal an und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ihr seht, ich habe schon ein paar Mal hier rumgeriffelt. Weil eben nach meiner Meinung das Problem an der Masse liegt. Ja? An der Masse, und ich erkläre euch das mal. Und zwar haben wir beim C-Gleis ja das Verhältnis plus der Puko und die jeweiligen Schienen der Minus, also die Masse. So, hier drin ist eigentlich nie ein Problem, dass die Lok blockiert. Das ist vielleicht, sag mal, 10% der Verschmutzungsfälle ist wirklich in dem Bereich, dass die Pukos nicht Sinn oder halt, ja, wie soll ich sagen, angerostet oder korrodiert sind und dann gibt es halt keinen Strom, ja. Aber sonst hat man da echt nie. Das Hauptproblem, das liegt hier drauf, ja. Einfach hier. Und zwar merkt man das, wenn ich jetzt einfach mal mit dem Finger rüberfahre, ja, und hier rüberfahre, ja, da sieht man schon, wie ich schwarze Spuren habe und das nur an diesem kleinen Stück. Und das sind von den Haftreifen, sind das Abriebe. Ja? Oder von irgendwelchem Dreck, der durch die Achsen mitgeschleppt wird oder sowas. Ja? Und das legt sich alles hin. Natürlich auch Staub, der platt gedrückt wird. Irgendwelcher Dreck, der dahin fliegt und platt gedrückt wird, ja, sozusagen. Und dann gibt es hier diese Minus, also die Masseprobleme an diesem Gleis. Und dann fängt die Lok an zu stockern. Und je länger dieses Masseproblem ist eigentlich, ja, rechts oder links, ja, also je weniger Masse die Lok bekommt, umso länger bleibt sie stehen. Und das ist hauptsächlich das Problem, ja, warum die Lok stehen bleiben. Ja. Sobald ich das paar Mal putze, richtig reinige mit Isopropanol oder so, ja, das habe ich übrigens vom Tom, den Tipp, ne, geht das besser weg. Ich habe vorher immer Schmirgelpapier genommen, ganz feines, und habe da drüber geschmirgelt, ja, aber das ist natürlich eine scheiß Arbeit. Und deswegen, auf das seht, das passt gut rein. So, ja, ich will ja keinen hier irgendwie belehren oder so, aber wenn man mich so belehren möchte, im Sinne von den Einspeisungen, muss ich natürlich darauf reagieren und euch zeigen, dass es nicht nur daran liegt. Ja, es ist ja jetzt nicht böse gemeint, ne? Ich will euch ja jetzt nicht da als Idioten hinstellen, einfach nur mal die Sichtweite erweitern, so wie ich auch. Ne? Es liegt nicht immer nur an diesen Einspeisungen. Und da es daran nicht liegt, das merkt man schon daran, weil Märklin sagt, ja, wenn man den Pufferkondensator hat, dann sind kurzweilige Stromausfälle gar kein Problem mehr. Ja?
Und wenn man die Videos von Märklin gerade anschaut, wie sie in den Donnerbüchsen die Pufferkondensatoren mit verbauen in der Beleuchtung und er das abhebt und gute 10 Sekunden oder länger sogar das Licht noch anbleibt, ja, dann kann man mal überlegen, was für Pufferkondensatoren Märklin da jetzt anbietet. Ja. Wenn da 10 bis 12 oder länger Sekunden ja, der Strom dran bleibt, ja, dann brauche ich gar nichts mehr machen an der Anlage, da fährt die Lok drüber. Ja, mit der Geschwindigkeit, ne? Ich habe jetzt so ein Riesenstück, da werde ich vielleicht Probleme haben vielleicht, aber man müsste mal ausrechnen, was wirklich so, wie viele Sekunden die Lok braucht, bis sie da drüben ist und wie viel Strom dann aus dem Kondensator fließt. Ja, ich habe leider keinen Pufferkondensator, ich muss mal darauf warten, bis die ESO-Lok kommt, die 218, die hat einen Pufferkondensator drin und da weiß ich aber auch noch nicht, was für einer, also wie viele Sekunden da der Speicher letztendlich ist, um wie viele Sekunden der braucht, um wieder voll zu werden. Ihr müsst das ja so vorstellen, der Pufferkondensator lädt sich mit der Spannung. Und wenn Strom weggeht, lädt er sich ab. So, aber da braucht er ja wieder eine Zeit, um wieder hochzuladen. Das heißt, wenn er jetzt runter ist, es stockt, er hat wieder, dann irgendwann bleibt er trotzdem stehen, weil er ja keine Energie hat. Und da kommt es eben darauf an, wie viele Sekunden braucht er, um wieder voll zu werden. Da gibt es unterschiedliche Werte. Und da bin ich mal gespannt auf die ESO-Lok, was die macht. So, jetzt gehen wir aber ans Gleis reinigen. So, ich mache jetzt als erstes mal den Test mit diesen Klötzchen. Ohne irgendetwas. So, die stecke ich einfach hier so drauf. Und dann so, aufs Gleis. Und da haben wir ja von hier bis da drüben Probleme gehabt. Und jetzt fahren wir einfach mal hier rüber, so. Und das gleiche Spiel war ja hier, glaube ich, auch irgendwo. Machen wir auch die ganze Reihe hier. So. Man kann natürlich auch sich einen ganz normalen Schleifblock holen, ne? Man muss nicht dieses kaufen. Also ich sag euch nur, ich bin faul und finde das toll. So. Jetzt haben wir das soweit geändert, jetzt gucken wir mal, ob die Lok fährt. So, da sind wir wieder. Die Lok ist an. Und wie gesagt, ich habe jetzt nur mal hier drüber geschrubbt. Und jetzt gucken wir mal, ob es einen Unterschied macht. Wir fahren jetzt mal los. Jetzt gucken wir mal, was die Lok macht. Da habe ich was vergessen. Aber ihr habt es gemerkt, ne? Da oben war nichts mehr, da war nichts mehr und da bin ich nicht so weit. Ich bin nur bis dahin gegangen. Ja, jetzt muss ich da noch ein Stück weiter gehen. Aber wir probieren mal, wie weit. Ja, das ist nur noch ein kleines Stück. So, und dann stoppen wir die Lok. Ich putze das kurz und dann melde ich mich gleich wieder. Jetzt fahren wir wieder hoch, ich habe geputzt. Dann schauen wir mal, was sie macht, ob es jetzt funktioniert hier. Nein! Vorviereck, echt. Zu schlecht geputzt. Stopp! Jetzt machen wir mal die Hand hier kurz drüber. Rein physikalisch. Wechsel mal. So, fahr wieder vor. Jetzt mal gucken, was da los ist. Da will er nicht. Genau da, wo der Schleifer ist. Gut, wir kommen gleich wieder. So, ihr seht's, ne? Vorführeffekt, ärgerlich. Das letzte Stück. So, Lok. Wieder Stopp drücken.
Wollen fahren? Jetzt bin ich gespannt. Nein. Sie will nicht. Ich guck, was da ist. Ich melde mich gleich wieder. So, ich habe die Kurve jetzt ausgewechselt. Ich weiß nicht, was das Problem war. Jetzt probieren wir es nochmal. So, sie fährt und... Jo, fährt ohne Probleme. So, jetzt wechseln wir die Richtung und fahren wieder weiter. Ich fahre extra mit der Geschwindigkeit, ne, weil damit kann ich besser die Probleme sehen im Wendel. Aber wie ihr seht, ein bisschen geputzt, ne, und schon fährt die Lok wieder ohne Probleme. Aha, da oben ist noch ein bisschen was, gut. Ja, lassen wir sie mal stehen und ihr habt es gesehen, es funktioniert jetzt wunderbar hier. Bisschen putzen und am Strom liegt es also definitiv nicht hier bei mir. So, zwischenzeitlich lange Bretter geholt und ne, ihr seht es schon angezeichnet. Wie ich weiß, da sägen muss, da unten natürlich auch. Und das wird jetzt gesägt und dann seht ihr, wo es hinkommt. Das Brett wäre gesägt und wird jetzt positioniert. Ich hoffe, ich habe es richtig gesägt. Wunderbar. Genau so kommt das hin. Perfekt. So, wir haben jetzt die erste Ebene quasi geschaffen, wo dann hier nachher der Bahnhof drauf kommen wird. Das Bahnsteig halt. Ne? Jetzt habe ich hier nochmal eine zweite Platte. Die wird jetzt auch eingepasst, weil theoretisch brauche ich jetzt hier nicht mehr den Aussägen wegen dem Winkel. Und auch hier auf der Seite brauche ich den Winkel nicht mehr korrigieren, weil da kann das Brett jetzt drüber. Ich muss es nur, glaube ich, in der Länge etwas einkürzen auf das Maß. Ja. Da können wir ein bisschen mehr machen, dass es ein wenig einpresst. Genau, so sieht das jetzt aus. Die erste Platte liegt, wie gesagt. Und jetzt geht's an die zweite. We'll be right back.
war ich natürlich in meinem Modellbahnladen und habe natürlich noch Prellböcke geholt, zwei Stück. Ne? 24977 von Märklin. Ja, und die sind schon da. Und das ist jetzt das letzte Printemps. Hier hinten. Bringen wir die mal an. Einmal zack. Und natürlich auf der Seite auch. Einmal zack. So, hier hinten ist natürlich ein wenig Luft. Das ist jetzt eigentlich so, ja, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht diese Gleise nach die längeren hinmache ein Stück. Dann sind die noch ein Stück länger. Aber das ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese zwei Abstellungen hier fertig. Das heißt, in einem sehr langen Bereich kann ich jetzt hier das Bahnsteig noch hinbauen, je nachdem. Müssen wir mal ausrechnen, wie weit. Dann werden jetzt die Schienen positioniert, genau an die Position. Ne, ihr seht, ich kann sie noch etwas verschieben hier. Ne. Je nachdem werden sie genau positioniert, die auch, ne, festgeschraubt. Und dann habe ich genau das Maß, wo ich hier brauche und kann dann die Länge ausrechnen für das Bahnsteig. Und als nächstes geht es hier weiter, denn ich sollte mal irgendwie die Beachtalbrücke hier installieren. Ja. Weil ich muss ja überlegen, wo ich hier weiter baue, ne? Im Endeffekt den Berg mache, aber ich muss die Brücke erstmal positionieren, weil ich kann ja schlecht den Berg machen und dann die Brücke bauen oder einbauen, sondern ich baue die Brücke zuerst hin und mache dann den Berg. Ja? Das heißt, ich werde die Brücke jetzt so positionieren mit Nägeln vermutlich da an der Wand, wie sie genau passt und dann habe ich auch mal das Maß, wo sie hier endet. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, ich habe jetzt die Kamera mal positioniert, wo sie mir nicht so im Weg ist. Das heißt, ich muss jetzt diese große Brücke hier in Position bringen. Und zwar muss die einmal im Wasser sein. Und zum anderen irgendwie passen. Also so wäre sie zumindest mal gefühlt im Wasser. So. Gefühlt. Oh, was ist gefühlt, ne? So. Jetzt brauche ich mal einen Bleistift. Muss mir da mal neuralgische Fixpunkte jetzt anzeichnen, wo die Brücke jetzt dann aufliegt. So, jetzt müssen wir sie mal wegmachen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. So, also da müssen wir rein. Da müssen wir rein und da drüben müssen wir rein und so. So. Ja, so könnte es funktionieren. Wir müssen hier ein bisschen nach oben und da auch ein bisschen nach oben dann. Jawohl, dann wird es im Wasser. So wäre es im Wasser. Dann machen wir da mal gleich einen Strich hin, dass wir hier ungefähr die... Wunderbar. Dann haben wir jetzt hier diese Höhe der Brücke. Ich zeig's euch mal. So sieht's jetzt aus. Sie sieht ein bisschen scheps aus, weil sie hier halt wenig runterhängt. Deshalb, wenn ich jetzt quasi hier ein wenig nach oben gehe, so, dann ist sie im Wasser. Ja, ihr seht's. Das ist halt ein bisschen blöde Position jetzt hier, weil ja quasi die Teile hier auch im Berg verschwinden sollen. Oder im Fels, ne? Und dann der Fels stabilisiert quasi alles so.
Aber so erhaben wird sie hier dann drüber sein. Jetzt können wir überlegen, wie wir hier die Felsen machen. Jo, lustig wird das noch. Planen wir mal weiter. Ja, einige hatten ja gefragt, ob es schwieriger ist, eine Bogenweiche zu digitalisieren. Nö, eigentlich nicht. Also, man hat ja immer hier die Vorgaben. Quasi, müssen wir es gucken, dass man den Motor da einsetzen und dann haben wir da schon die Vorgaben der Schraubenlöcher, ne? Weil er geht gar nicht anders. Also an das geht er gar nicht hin, da braucht man gar keine Angst haben. So, und dann muss man einfach nur diesen Antrieb hier erstmal fixieren. Also festschrauben. So. Und da drüben auch. Ihr seht ja, ich habe hier den 74491 drin, weil die 91er einfach in Anführungszeichen etwas sicherer sind als die 90er. Aber ja, bis jetzt funktioniert. So, jetzt haben wir ja hier das ganze digitale Bauteilchen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir die Schnittstellen nicht verdrücken hier, die Kabel, weil jetzt müssen wir quasi gucken. Ihr seht's, guckt. Da haben wir einen Ständer, da haben wir einen Ständer, da haben wir einen Ständer. Und das unterscheidet sich jetzt zur normalen Weiche, weil bei einer normalen Weiche ist das Dreieck hier, ja, direkt quasi neben dem Antrieb. Ja. Das ist hier nicht so bei der Bogenweiche, ja, sondern es ist hier hinten. So, da haben wir einen, da haben wir einen und da haben wir einen. Und da klicken wir einfach rein. So, das heißt, die sind jetzt parallel, ne? Also nicht nebeneinander, sondern hintereinander. Und jetzt muss man halt nur darauf achten, dass man dementsprechend das gelbe Kabel nach da vorne legt auf B. So. Und dann etwas darunter versteckelt. Und dann quasi hier den Kabelsalat etwas entwirrt. Und dann hier quasi den braunen auf den Nuller. Sofern ich es schaffe, so. Und den roten auf B. So. Und dann kann man das noch ein bisschen drücken und handformen. Und das ist das ganze Hexenwerk bei einer Bogenweiche. Ja. Funktioniert dann. Gucken hier. Ja, durch das manuelle Schalten kann ich den Antrieb funktional machen. Und dann müsst ihr ganz normal fortführen, quasi überlegen, welche Weiche habt ihr schon digitalisiert, welche Adresse habt ihr schon vergeben. Und dann müsst ihr halt die fortlaufende nächste Nummer dann vergeben. Passt aber ein bisschen auf, nicht nur die Weichen zählen dazu, sondern wenn ihr auch zum Beispiel Signale oder Decoder-Nummern gegeben habt. Am besten, wenn ihr in der CS schaut, welche Plätze sind noch frei. Ja? Und dann guckt ihr, weil manchmal kann es sein, man hat einen weichen Block, da sind 4 Adressen, aber es sind nur 2 vergeben, dann werden da noch 2 frei. Dann kann man die dann nehmen, ein Mäuseklavier einstellen nach Handbuch und dann quasi testen. Bei der CS3 kann man gucken, welchen Digitaldecoder ich als letztes habe mit der letzten Nummer und dann kann ich die fortlaufende Nummer nehmen. Und das funktioniert soweit. Ja, ich hoffe, das hat soweit alle Fragen beantwortet, ne? Also es ist kein Hexenwerk. Auch bei einer Dreiwegeweiche ist kein Hexenwerk. Das Einzige, was man bei einer Dreiwegeweiche halt braucht, sind 2 Antriebe, weil ja verschiedene Richtungen geschalten werden. Aber sonst funktioniert es genau gleich. Aber mittlerweile gibt es die DKWs ja sowieso fertig montiert mit Antrieb und Decoder. Also da braucht man gar keine Angst haben. Die sind schon von Werk aus zusammengebaut. Der zweispurige
Bahnhof, Abstellplatz, wie man es nimmt. Ich sage Bahnhof. Der braucht jetzt einen Bahnsteig, ne? Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Das kommt da nämlich hin. So. Genau. Das ist das schöne Bahnsteig. Ja. Warum habe ich es weiß gemacht, fragen sich jetzt viele. Ja, ganz einfach darum, weil hier ja auch weiß ist und hier wird ein Plexiglas kommen und dann hat man etwas auch hier eine weiße Wand nachher. Der ganze Bahnhofsbereich wird weiß, schön weiß. Natürlich wird hier zwischen den Räumen noch geschottert dann. Ich muss es aber erst gucken. Können wir mal testen hier mit dem Wagen. Ne? Seht ihr, er kommt noch nicht ganz vorbei. Da müssen wir noch ein bisschen einfräsen, dass er hier vorbeikommt. Das ist also minimal. So. Das zeichne ich gleich mal ein, dass wir das fräsen können. Von da das Eck weg. Und zwar so tief. Gut. Und dann gucken wir da. Da passt das. Wunderbar. Und auf der anderen Seite. Gucken wir auch mal, ob es da auch passt. Da müssen wir auch ein bisschen einsägen, so. Genau, und dann passt das wunderbar, passt das dann auch hier. So, super. Also, dann werden wir das hier noch kolorieren, wie es so schön heißt, ne? Ein bisschen weiß machen, ein bisschen einpassen, also erstmal einpassen da, dann ein bisschen weiß machen, also da, da, die Seite sieht ja keine Sau, braucht man nicht. Die dahinter auch nicht, also nur die vordere Front, dass es von hier aus weiß aussieht. Vielleicht habe ich ja noch weiße Umleimer, dann wäre es noch perfekter. Noch perfekter. Jo, und dann können wir das dann verschrauben hier und dann haben wir hier schon mal das Bahnsteig, das erste. Hä? Was heißt das erste? Es kommt ja nur eins hin hier. Aber wir haben schon mal als erstes das Bahnsteig, so muss ich sagen. So, dann holen wir es mal her. Zugesägt. Umleimer dran. Natürlich, muss sein. Er reicht bloß bis dahin. Ja, muss ich die Stückchen noch malen von Hand. Naja. Kann man wohl leben. So. Hier vorne habe ich viel Bebs nicht richtig. Okay. Auch nicht schlecht. Warum es da wohl nicht bebt, weiß ich auch nicht. Aber das ist gerade egal, weil wir kleben das jetzt dann an. Ja, weiß nicht, warum das da. Unbeschwere das. Wir testen nur noch einmal hier. Funktioniert. Und auf der anderen Seite. Funktioniert das auch. Super. Gut. Dann nehmen wir da als Kleber. Da haben wir den. Wenn man aufkriegt. So. Einmal schön in Schlangenlinie. Und Schlangenlinie zurück. Ist natürlich gut passt, ist versetzt. Aber in meinem Glück fahre ich wieder die gleiche entlang, egal. So, das wäre mal geschafft. Jetzt legen wir das hin. Blums, blums. Andrücken und nach hinten fahren. So. Da kommt ja doch was hin dann. Und nur gucken, dass wir es überall richtig dran haben.
dann beschweren wir das jetzt. So. Was haben wir noch? Nichts mehr. Klar. Gut, dann lassen wir das kleben. Tja, und dann schauen wir mal weiter. So, haben wir es geschafft. Die zwei Gleise liegen endlich. Das Bahnsteig liegt soweit mal. Da wird natürlich dann noch ein bisschen mit Spachtel gearbeitet. Das ist kein Problem. Die Brücke hängt mal so weit, dass man ein bisschen die Dimensionen sehen kann, wo Berge hinkommen oder auch nicht. Das ist jetzt nämlich eben die Preisfrage. Wir überlegen nämlich, wo wir Berge hinmachen, weil wenn ich ja einen Abhang machen will auf der anderen Seite, so einen Skiabhang, wie meine Frau gerne möchte, ja, da muss ich halt gucken, dass ich da irgendwie auch noch Fläche habe, weil ich will die Seilbahn ja hinmachen, die Jägersdorfer. Da brauche ich eine Bergstation, eine Talstation, das muss ja irgendwie eine Strecke gehen und nicht so... Ja, ihr wisst, wie ich meine, wir wollen ja dann dementsprechend noch ein bisschen da dorfmäßig was machen, ein paar Häuschen hinsetzen und einen Dorfplatz und. Dann müssen wir ja noch die Aufgänge machen, hier vom Bahnhof nach oben. Ich muss eine Platte drüber machen. Es geht ja da oben dann irgendwann weiter in der Richtung. Ja, ihr seht, sehr viel vor. Genau. Ihr habt es gesehen, es liegt eindeutig am Dreck im Wendel und nicht an der Einspeisung. Ich weiß nicht, warum ihr der Meinung seid, dass man alle Meter einspeisen müsste. Mache ich nicht, es funktioniert. Es ist wirklich Dreck. Es ist definitiv Dreck und zwar der Minus. Glaubt es mir endlich, ja, und wenn nicht, steckt ein Stecke dazu, ist mir auch egal. Ja, was soll ich da rumstreiten mit euch? Es hat mich halt aufgeregt, dass mich jeder hier für einen Trottel hinstellt, ja, weil ich keine Einspeisung mache. Und ich wollte euch einfach mal das Gegenteil beweisen. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt ein, zwei Kommentatoren im Video, wo gesagt haben, ja, es liegt am Dreck, nicht an der Einspeisung. Ja. Und macht, wie ihr wollt, macht eure 5 Millionen Einspeisungen. Ich nicht, ne? Ich will das keinem aufzwingen oder so, ne, wenn er da glücklich ist mit seinen Einspeisungen, aber ich sag's euch, wenn die Schienen dreckig sind, sind sie dreckig und dann fahren auch bei 10.000 Einspeisungen die Züge nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Physikalisches Gesetz, ja, das funktioniert nicht. Du bist ein Arschloch, ey. Du hast mich immer an den Eiern, ey. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, ja, ihr seht, die Projekte gehen ihren Weg und werden immer größer. Und umfassender und erschlagender und. Ja, die Fassungszeit, die war geil, wenn auch, ja, etwas abgespeckt wie früher, aber wenn unser Ministerpräsident Kretschmann erst eine Woche vor Fasnacht sich dazu entscheidet, die Fasnacht zuzulassen, ja, das ist natürlich ein No-Go, da natürlich alles nach 3G zu organisieren. Aber hoffen wir, dass die 3G jetzt bald weg sind. Es kommt der Frühling, ja. Und wenn man mal nicht davon ausgeht, dass jeder, der Hatschi macht, Corona haben sollte, ja. Sondern es gibt auch Leute, die haben einfach eine Grippe. Ich zum Beispiel habe immer Hatschi und huscht und ach, und jeder Corona-Test ist negativ. Und alle um mich herum haben Corona und ich nicht. Und das Problem ist jetzt, wenn es wieder einer sagt, dann macht doch einen PCR-Test endlich mal. Du darfst keinen PCR-Test machen, wenn du keinen Positiv-Schnelltest hast. Ja, so sieht die Gesetzeslage aus. Genau, genau. Also, solange ich negativ bin, muss ich arbeiten. Ja, solange ich negativ bin, bin ich nicht in Quarantäne. Katastrophe! Was kommt die kommende Woche, so eine Vorausschau? Ja, es geht an der Brücke weiter. Es geht oben weiter. Es geht hier unten weiter. Ich muss natürlich immer ein bisschen parallel hier arbeiten, weil wenn ich irgendwann hier drauf knie, dann sollten nicht gerade hier die Schienen und die Männchen schon drauf sein, sondern um da hochzukommen, ne, sondern dass sie dich noch einen Platz haben. Schauen wir mal, wann die nächste Platte kommt. Ich will ja da auch hier im Bahnhof so eine Art, wie heißt's, Plexiglasscheibe reinmachen,
wo man ein bisschen so den Durchblick hat, was man da sieht. Ne? Dann brauche ich natürlich das abnehmbar. Das ist natürlich auch logisch, ne? Weil, ihr kennt es, sobald ich es hier zubaue, dann bleiben die Züge stehen und bleiben hängen. Und ich denke dann, ja, ist das dann blöd. So, also. Nice. Wir machen jetzt hier einen Cut. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder zu einer weiteren Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Neues aus der Mobawohnung. Mal gucken, ob wir alles schaffen, was ich jetzt gesagt habe. Lasst euch überraschen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Viele Grüße, euer Markus und tschüss.